Herzlich willkommen zu diesem Video aus der Reihe PowerPoint 2016 erste Schritte. Also dieses Video richtet sich an absolute Anfänger. Und hier geht es darum, Organisations- und Hierarchiediagramme einzufügen. Was ist das? Du wirst dich vielleicht an den Geschichtsunterricht zurückerinnern können. Da gab es so etwas wie Kaiserkönige und Fürsten und Bauern. Und die wollen wir jetzt hier etwas genauer darstellen, da gehen wir auf Einfügen und da gibt es diese tolle Möglichkeit, hier Smart Arts einzufügen. Smart Arts sind hier eine Reihe von solchen Grafiken, die man dann dementsprechend dann auch ausfüllen kann. Es gibt hier eine größere Auswahl, wenn man so durchschaut, kommt man dann schließlich zu dieser Hierarchie und da wähle ich mir dann hier etwas aus, das wäre dann hier der Bereich. Da steht auch schon Organigramm, klicke auf OK und dann habe ich dieses Organigramm, das ich hier ausfüllen kann. Kannst du hineinklicken und könnte hier zum Beispiel hineingeben König, könnte hier dann zum Beispiel eingeben Bischof, kann dann hier eingeben zum Beispiel Bauer, Arbeiter, Handwerker und kann hier dann dementsprechend dann auch das dann ausfüllen und kann dann so, wenn ich hier zum Beispiel dann hergehe, kann ich dazu zum Beispiel übergehen, dass ich hier noch weitere Dinge dann einfüge. Wenn ich hier zum Beispiel hergehe, hier einen Baustein aussuche und dann rechte Maustaste mache, habe ich hier dann die Möglichkeit, hier diese Formen dann unter Umständen dann auch zu ändern oder auch dementsprechend auch Formen hinzuzufügen. Wenn ich hier zum Beispiel sage Form danach, dann wird es dann daneben sein. Könnte hier dann zum Beispiel auch dann einen Fürsten dann eingeben. Könnte hineinschreiben Fürst. Und könnte dann hier sagen zum Beispiel, ja, noch eine weitere Form hinzufügen. Nicht davor, sondern darunter. Man sieht hier, das ist so schön auch angedeutet. Wird das auch schön verbunden. Könnte hier dann zum Beispiel sagen, okay, ich habe hier dann zum Beispiel einen Ritter. Kann dementsprechend dann auch hier das dann immer wieder erweitern, könnte auch hier dann zum Beispiel etwas drehen und kann dann hier sehr schön dann zum Beispiel auch den Aufbau natürlich nicht nur hier im Mittelalter, sondern auch dann einer Firma darstellen. Ich könnte auch hierher gehen, das dann verändern. Schaut wirklich toll aus, wenn man das anschaut, wie ich hier diese im Raum das anders anordne. Hier zum Beispiel, also echt eine tolle Darstellung von Dingen, die man dann hier dann mit solchen Smart Arts dann einfügen kann. Ja, jetzt habe ich dir gezeigt, wie man solche Hierarchiediagramme, solche Organisationsdiagramme dann einfach darstellen kann. Und auch irgendwelche Zusammenhänge kann man natürlich damit dann auch gut darstellen. Gut, ich hoffe, du hast etwas gelernt und freue mich auf ein Wiedersehen deinerseits dann bei den nächsten Videos in der Reihe PowerPoint 2016 erste Schritte.